Österreicher haben die Ruhe, die Dinge reifen zu lassen. Deshalb ist auch unser Essen so gut. Das Geheimrezept? Nur nicht hudeln. Die meisten Dinge brauchen Zeit, damit sie richtig gut werden können. Die Natur beeilt sich auch nicht. Deshalb heißt es nicht Österreichs schnellstes, sondern Österreichs bestes Bier. Gut, besser, gösser. Badespaß unabhängig vom Wetter. Aqualux-Therme Fonsdorf macht's möglich. Auf 3 Ebenen bietet die Therme des Lichts, wie sie genannt wird, den Gästen jede Menge Erlebniswelten. Aber auch die Ruhe-Oase für Entspannung und Erholungssuchende ist ein begehrtes Platzerl in der Aqualux-Therme Fonsdorf. Das ausgezeichnete Gastronomieangebot vervollständigt das Aqualux-Badeerlebnis. Badespaß für die ganze Familie. Aqualux-Therme Fonsdorf. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik-Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie- und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Steirische Fußball-Landesliga 15. Spielrunde, letzte Herbstrunde, und da treffen die von Leitner auf Kindberg. Von Leitner ist ja ganz bärenstark drauf, hat 8-mal in Folge nicht verloren, 3-mal in Folge gewonnen, und heute kommen die Kindberger. Bei den Kindbergern läuft es momentan nicht so, aber trotzdem, wir dürfen ein ganz, ganz spannendes, enges Spiel erwarten. Von Leitner-Trainer Ewald Ratschnick zum heutigen Spiel. Ja, zum heutigen Spiel ist zum Sagen, dass wir nach dem Herbstdurchgang schauen wir, dass wir einen guten Abschluss machen. Das heißt, von mir aus gesehen, nicht verlieren. Von Leitner hat ja nicht die besten Voraussetzungen in der Liga, hat nicht den besten Kader, und trotzdem hast du nach schlechtem Start wirklich einiges bewerkstelligt. Man liegt jetzt auf Platz 6, Tuchfühlung nach vorne, und das schaut ja so richtig gut aus. Wie bist du da so an die Burschen rangegangen? Du hast ja auch ein Verletzungspech auch immer gehabt und der Kader ist nicht groß. Wie hast du das gemacht? Ja, in erster Linie ist bei uns einmal die Mannschaft. Das muss ich weitergeben jetzt an die Glückwünsche an die Mannschaft. Wir haben eine Top-Kameradschaft. Das ist einmal, das bringt auch der Trainer mit und der Co-Trainer. Das sind einfach wir für das einfach da. Alles andere ergibt sich dann leider am Spielfeld. Wir trainieren fleißig und versuchen halt das Beste zu geben. Und das von einem Spiel zum anderen, wir schauen von einem Spiel zum anderen. Haben am Anfang wirklich leider sehr viel Pech gehabt. Mit das 5-0 gegen Zeltwerk führen, 5-5, das ist uns in die Köpfe einfach drinnen gehängt. Das sagt man so. Das kann, glaube ich, keine Mannschaft auf der ganzen Welt wegstecken. Und dann eben die zwei schweren Heimspiele mit Lafnitz und Weiz, wo wir dann, muss ich sagen, gegen Weiz leider Pech gehabt haben. Und dann haben wir uns nach dieser Niederlage gegen Lafnitz haben wir uns einmal zusammengesetzt, alle zusammen, also die Spieler mit den zwei Trainern, und haben einfach die Spieler ein bisschen um ihre Meinung gefragt auch. Und da sind wir auf eine oder die andere Sache draufgekommen, und dann haben wir in Bachern gewonnen, und seitdem haben wir nicht mehr verloren. Also man kann sagen, heute gegen Kindberg ist natürlich ein Dreier eingeplant. Ist kein Dreier eingeplant. Ne? Für uns Saisonziel ist, einen Punkt mehr machen wie das erste Jahr in der Landesliga. Das wären 24 Punkte. Und man darf Kindberg nicht unterschätzen. Das ist, ich meine, ich habe Kindberg nicht beobachtet, aber ich kenne Kindberg seit eh und je. Ich bin ja auch schon ein alter Fuchs im Trainergeschäft, und ich glaube, dass die kann man heute keine Sekunde unterschätzen. 250 Fans kamen zum Match von Leitner gegen Kindberg und erwarten sich eine spannende Partie. Bei Kindberg heute nicht dabei der erkrankte Bernd Baumgartner. Bei von Leitner fällt Christoph Ratschnick mit Gelbsperre. Also zwei Leistungsträger heute nicht mit von der Partie. Schiri Gottfried Schwicki gibt den Ball frei. Los geht's. In Minute 3 gibt's Eckball von rechts für von Leitner. Thomas Zankl steigt hoch, köpfelt ein zum 1:0 für von Leitner. Ein Auftakt nach Maß. Aber so unbedrängt darf aus Kindbergs Sicht Zankl nicht zum Köpfeln kommen. Bei Zusammenstoß hat's Oliver Baumann erwischt. Zum Glück ist nichts Ärgeres passiert. Baumann kann weiterspielen. Von Leitner bei Standards gefährlich. Die Heimischen vermurksen diese schöne Kopfballchance.
Auch Michi Wallner, schon 9 Treffer am Konto, bringt den Ball nicht im Kindberg-Tor unter. 20 Minuten gespielt, von Leiten liegt 1:0 vorne. Kindberg ist auswärts ja ein Lüfterl, hat auswärts noch keinen Punkt gemacht. Kindberg auch heute wenig Selbstvertrauen im Gepäck. Nun aber einmal Kindberg mit einem Konter, aber von Leiten kommt da nicht in Gefahr. Dieser von Leiten-Angriff bringt Unordnung in die Gästeabwehr. Isenburg vergibt da die von Leiten-Möglichkeit. Christoph Isenburg hat eine tolle Herbstsaison gespielt. Kindberg kommt erste Hälfte ganz selten in von Leiten-Strafraum. Da rutscht der Kindberg-Angreifer aus. Schade. Manfred Mandl von Leiten setzt sich da gut in Szene und macht in Minute 43 das 2:0 für von Leiten. Tolles Mandl-Tor, super Einzelaktion. Kindberg versucht es darauffolgend mit Gärtner-Freistoß. Der Freistoß ist zu harmlos, das war's mit der ersten Spielhälfte. Mit der 2:0 von Leiten-Führung geht's in die Pause. Die von Leiten-Führung ist verdient, da gibt's nichts zu rütteln. Auf in die zweite Spielhälfte. Die Gäste versuchen es gleich mit der Vorwärtsbewegung, bleiben aber an von Leiten ab. Wir hängen. Kindberg muss sich nun steigern. Die Neukamp-Truppe tut das auch. Erster richtiger guter Angriff der Neukamp-Truppe. Lieb kommt dazu, gute Einschussmöglichkeit, scheitert aber an René Glashüttner im Frauenleitentor. Der Schuss war zu unplatziert. Die Gäste kommen nun wirklich besser ins Spiel, aber der Anschlusstreffer, der fehlt noch. Bei Frauenleiten versucht es Michi Wallner mit Freistoßball. Gröblinger ist auf dem Posten pariert. Michi Wallner will der 10. Saisontreffer heute nicht gelingen. Es gibt Tage, da macht man aus wenig Chancen Tore und manchmal aus vielen Sitzern gar nichts. So ist der Fußball. In Minute 92 buxtiert Dominik Draxler einen abgerissenen Frontleiten-Torschuss oder war es ein Flankenball ins Netz zum 3:0 für Frontleiten. Das war's. Frontleiten schlägt Kindberg mit 3:0, setzt den Traumlauf fort, setzt sich auf Platz 5 in der Tabelle. Frontleiten und nur 3 Punkte hinter Herbstmeister Weiz. Bei Frontleiten passt momentan alles. Ewald Ratschnik ist in Frontleiten schon ein Langzeittrainer, leistet tolle Arbeit. Da gibt's keine Verschleißerscheinungen. In Kindberg heißt es Ärmel aufkrempeln. Wir sind überzeugt, Herwig Neukamp wird alles dran setzen, um die Liga zu halten. Was sagst du zu diesem Frontleiten-Sieg im Ausmaß von 3:0 gegen Kindberg? Ja, ich muss sagen, war mehr wie verdient. Die Mannschaft hat heute noch einmal alles gegeben zum Saisonabschluss, nach unserem tollen Lauf, was wir jetzt gehabt haben. Und ich glaube, war nie eine Frage, dass wir das Spiel heute aus der Hand geben werden oder so, war eigentlich schon mehr wie verdient. Ja, hauptsächlich würde ich sagen, der gute Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, dass einfach der eine für den anderen kämpft. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was man sagen kann. Würde ich schon sagen, dass wir so stark zurückgekommen sind und jetzt wirklich den Lauf ausgenutzt haben, dass wir wieder voll vorne dabei sind. Normal, für die von Leitner, die Winterpause eigentlich fast zu früh gekommen, wenn man so einen Lauf hat. Ja, das stimmt natürlich, aber schauen wir mal, ich hoffe, dass wir es mitnehmen können fürs Frühjahr. Ne? Herwig Neukamp zu dieser Niederlage. Ja, ich habe schon zuerst gesagt, das ist natürlich eine klare Niederlage, eine eindeutige Niederlage. Wir haben ein bisschen zu kämpfen die letzten Wochen, dass wir ja, in Schuss kommen. Und das Tor in der ersten Minute heute war natürlich nicht besonders förderlich, dass wir das können ein bisschen offen halten. Wir haben dann probiert, ein bisschen was zu tun, aber ihr habt es ja alle gesehen, wir kommen heute halt nur bis zum 16er. Nichts Entscheidendes, dass wir zu Torchancen kommen und dann in der 43. Minute wieder ein schwerer Abwehrfehler 2:0. Und so verfolgt es uns jetzt schon die letzten Wochen, leider Gottes. In der zweiten Halbzeit war es, denke ich, ein bisschen besser. Aber auch nicht entscheidend, um das Spiel noch zum Kippen zu bringen. Und ja, das dritte Tor war halt dann noch mehr drauf gehabt, da in der 93. Leider ist aber eine klare Sache. Und wir müssen uns jetzt sehr gut intensiv im Winter vorbereiten für die Rückrunde. Es wird eine sehr schwere Aufgabe werden. Aber ich denke, wir werden uns dem allen miteinander stellen und hoffen, dass wir zuversichtlich den Klassenerhalt schaffen werden. Ist im Winter an Verstärkungen gedacht? Ach Gott, das ist immer die Sache. Das ist einmal eine wirtschaftliche Sache, Punkt 1. Punkt 2 ist das, was kriegt man im Winter an Leuten. Und ich denke immer so, dass das dann die Zauberformel ist. Das glaube ich nicht, im Winter 2, 3 neue oder 4 neue Spieler zu holen und dann ist man um ein Glas besser. Ich glaube nicht, dass das immer das Richtige ist. Natürlich müssen wir uns über die eine oder andere Situation den Kopf zerbrechen. Das werden wir uns tun, aber wir werden uns da Zeit lassen und schauen, dass wir das Richtige finden.